Jetzt auch mal so eine internationale Medaille im Elitebereich zu holen, das hat mir noch gefehlt. Ich denke, wir sind als Nationalmannschaft schon in der letzten Zeit extrem zusammengewachsen, auch, sage ich mal, durch das Mindset von dem neuen Bundestrainer. Ich hoffe natürlich, dass die Form jetzt noch bis zur Weltmeisterschaft hält, weil es eine extrem lange Saison für mich ist. Maximilian, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch, großen Respekt auch für deine Leistung. Zwei Medaillen, ich glaube einmal Zweiter, einmal Dritter. Wie war es für dich bei der EM? Ja, es war auf jeden Fall, sage ich mal, notwendig für mich und meine sportliche Laufbahn, jetzt auch mal so eine internationale Medaille im Elitebereich zu holen. Das hat mir noch gefehlt. War natürlich eine sehr, oder zwei sehr besondere Medaillen, vor allem die im 1000 Meter Zeitfahren. War schon sehr besonders, aber dann natürlich auch nochmal im Kairin, weil es eine olympische Disziplin ist. Und halt auch einfach, sage ich, meine Heim-EM, dem heimischen Publikum, das war einfach nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Wie hattest du dich da konkret nochmal drauf vorbereitet gehabt? So explizit haben wir uns nicht drauf vorbereitet. Natürlich stellst du die ein oder andere Schraube ein bisschen anders ein für eine Europameisterschaft, aber es war auch mehr oder weniger Zwischenstation, weil wir bei der WM halt versuchen wollen, richtig zu performen oder das, sage ich mal, als den Höhepunkt für die Saison nutzen. Richtig performen heißt dann konkret was? Ja, das ist immer so eine gute Frage. Ich versuche mich da, sage ich mal, auch nicht selber unter Druck zu setzen und da auch für mich selber jetzt nicht zu sagen, hey, du musst jetzt genau das oder das leisten. Ich habe natürlich so ein paar Einzelziele vor Augen, die ich aber für mich selber nur so stecke. Aber ich möchte auf jeden Fall so eine Top-6-Platzierung, in welchem Wettkampf es am Ende wird, weiß ich noch nicht. Ich denke, da stehen auch noch andere Nationen mit am Start, wie die Australier oder die Holländer dann auch mit der vollen Mannschaft, wo man natürlich dann auch nochmal einen ganz anderen, eine ganz andere Wettkampfatmosphäre hat mit den ganz, ganz großen Mannschaften dann. Aber an sich würdest du doch sagen können, dieses Jahr ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl dabei, oder? Ja, definitiv. Es hat ja begonnen, sage ich mal, mit dem Weltcup für mich in Glasgow, der schon extrem gut lief, in meiner Teilzeit auf im Teamsprint. Und dann ja gefolgt, sage ich mal, von der deutschen Meisterschaft mit ein paar weiteren Bestzeiten, wo man halt schon die Tendenz gesehen hat, dass es eine gute Richtung geht. Und ich denke, so habe ich dann jetzt, sage ich mal, auch weiterhin gut performt. Ich hoffe natürlich, dass die Form jetzt noch bis zur Weltmeisterschaft hält, weil es eine extrem lange Saison für mich ist. Aber ich denke, so mit den aktuellen Trainings, die ich so absolviere, denke ich, sieht es gut aus. Ich wollte gerade fragen, fährst du jetzt kurz mal runter oder geht es jetzt wieder wirklich auch steil ins Training rein? Ich habe eine ganz kurze Pause gemacht von 4 Tagen. Nach der EM war ich noch mal kurz am Chiemsee. Da merkt man dann erstmal, was für einen Stress der Körper eigentlich aushält. Dann bin ich noch mal kurz krank geworden, weil dann auch alles so angekommen ist von den letzten 7 Tagen zuvor. Also war jetzt keine richtige Pause. Wie gesagt, weil halt, sag ich mal, eine WM vor der Tür steht. Und da zieht man jetzt eigentlich voll weiter und versucht noch mal so ein paar kleine Stellen auszubessern. Wie wichtig ist das Team auch dahinter tatsächlich? Also von Mechaniker auch, weiß ich nicht, vielleicht auch mentale Stärkung? Ja, definitiv. Also die mentale Verstärkung ist natürlich das Wichtigste, dass auch das Team funktioniert. Ich denke, wir sind als Nationalmannschaft schon in der letzten Zeit extrem zusammengewachsen, auch, sage ich mal, durch das Mindset von dem neuen Bundestrainer. Und ich glaube, das ist einfach für uns wichtig, dass wir da als Team performen, auch als Team uns gegenseitig das gönnen, was, sage ich mal, die Erfolge betrifft. Weil ich denke mal, so kommen wir nur an die Spitze. Dafür und für dieses Jahr, für die WM, ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.